Vor circa 2 Wochen wurde ich von Ubisoft zusammen mit anderen coolen YouTubern nach Frankreich eingeladen, um dort an einem Mario und Rabbids Event teilzunehmen. Dort gab es dann nicht nur diese nicen Figuren oder die Waffen, die schon Yves Guillemot und Shigeru Miyamoto in der Hand hielten, sondern auch diese leckeren Rabbids-Lutscher. Aber darum soll es natürlich nicht gehen, sondern es geht selbstverständlich um das Game. Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ein Strategie-RPG mit 50% Erkundungselementen und 50% rundenbasierten Kämpfen. Und ich werde euch heute einfach ein bisschen was davon vorstellen. Das Spiel ist auch sehr abwechslungsreich, sag ich mal. Es gibt sehr, sehr häufig lustige Zwischensequenzen wie diese hier, wo dann häufig die Rabbids oder bestimmte Gegnerarten aus dem Mario-Universum verarscht werden. Das werdet ihr dann aber vorrangig im fertigen Game sehen. Ich beschränke mich oder zumindest fokussiere mich heute auf die Kämpfe. In dieser Preview werdet ihr Teile von Welt 1, 3 sehen, also ungefähr der Beginn des Spiels, die erste Spielstunde so circa. Wo das Ganze natürlich noch ein bisschen Tutorial-mäßig abläuft. Und später kommt dann ein Kapitel in einem Gruselwald, wenn ich mich richtig erinnere. Das spielt circa 10 Stunden nach dem, was ihr hier seht. Da sind dann also die Kämpfe schon deutlich komplexer. Und danach werdet ihr dann ein paar Together-Kämpfe sehen. Also Multiplayer-Action habe ich zusammen mit Honeyball-LP gespielt, aber dazu später mehr. Das war jetzt erstmal der grobe Ablauf dieser Preview. Wir starten das Video selbstverständlich mit dem Tutorial, damit ihr einen kleinen Einblick in die Kämpfe bekommt. Ihr habt es jetzt ja vielleicht auch schon gesehen. Jeder ist mal dran, jeder einzelne Char. Den solltet ihr dann irgendwo auf der Map positionieren. Aber selbstverständlich ist es klüger, seine Charaktere hinter Schutzwallen wie diesen Blöcken hier zu positionieren, damit sie nicht von gegnerischen Waffen getroffen werden können. Und Züge wie diese hier, wo ihr aus Tritten und Schüssen kombinieren müsst, die werden sich häufen und zählen eigentlich fast schon zum Standard-Repertoire. Mitspieler kann man zum Springen benutzen. Auch das ist sehr nützlich, um höher gelegene Orte zu erreichen oder einfach um sein Bewegungsfeld zu erweitern. Aber es gibt nicht nur ganz normale Kämpfe, sondern auch hier diese Area-Fights. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, ob es so heißt. Ich glaube, es heißt ja Zonen-Battle oder so. Jedenfalls der große Unterschied zu dem, was ihr vorhin gesehen habt, ist, dass man einfach nur diese gelb eingezeichnete Zone erreichen muss. Und es genügt auch schon ein Charakter, der diese Zone erreicht. Ist das geschafft, dann ist das Battle gewonnen. Ja, und da gibt es dann auch natürlich verschiedene Möglichkeiten, ein bisschen abzukürzen, wie ich hier schon gezeigt habe. Man kann beispielsweise die Röhre benutzen, um schneller zum Ziel zu kommen. Aber dazu muss man sich die Karte auch genau angucken. Ist allerdings kein Problem, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, auf eine Taktik-Cam zu wechseln, wo ihr nicht nur die Map sehen könnt, sondern auch euren eigenen Charakter oder auch die Gegner analysieren könnt. Später mehr zu Zonenkämpfen. Da werde ich dann auch später noch ein paar Tipps zugeben. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Erkundung. Und ihr seht schon, man sollte sich immer gut umschauen, denn man findet nicht nur Münzen, sondern auch hin und wieder mal ein paar Geheimnisse wie Soundtracks, die, by the way, von Grant Kirkhope gemacht wurden, dem ehemaligen Rare-Komponisten, der schon großartige Soundtracks für Donkey Kong 64 und Banjo-Kazooie und so weiter und so fort gemacht hat. Ein krasser Typ, zuletzt auch noch aktiv bei Yooka-Laylee, zusammen mit David Wise. Aber das hier nur am Rande. Ich finde die Welt auch sehr, sehr schön. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber grafisch gefällt mir das alles. Es ist sehr, sehr bunt, es ist detailliert und witzig gestaltet. Ach ja, und Beep 0 oder Beep O, so nenne ich ihn, das ist unser Begleiter. Den finde ich auch gar nicht so nervig, wie es normalerweise bei Begleitern der Fall ist. Der ist irgendwie sogar ganz süß. Und ja, er gibt uns natürlich hin und wieder mal Tipps. Und ja, mit seiner Hilfe können wir uns auch bewegen. Zur Story kann ich nicht viel sagen, da hat man uns jetzt auch nicht so viel gezeigt. Es ist halt nur so, dass die Rabbids irgendwie ins Königreich von Mario gelangen, also ins Pilzkönigreich. Und da gibt es nicht nur diese fröhlichen Rabbids, die uns helfen, sondern eben auch die Bösen. Ne? Und logischerweise müssen die Bewohner des Pilzkönigreichs, beziehungsweise eben die Helden Mario, Luigi, später auch Peach und Yoshi,
helfen, um hier alles zu beschützen. Logo. Und neben den vier genannten sind weitere spielbare Charaktere Rabbit Peach, Rabbit Luigi, Rabbit Yoshi und Rabbit Mario. So, und schon relativ früh im Spiel bekommt man Spezialfähigkeiten. Diese wird es später noch zuhauf geben, da kannst du dich dann auch für verschiedenste entscheiden. Aber hier nur kurz zur Erklärung, grundsätzlich ist Mario eher der Angreifer, Rabbit Peach Healer und Tank und Rabbit Luigi der Magier. Was bedeutet das für die Fähigkeiten? Ja, ganz einfach, also Mario macht einfach mehr Schaden, Rabbit Peach kann ein Schutzschild erschaffen, um den Schaden zu verringern. Und Rabbit Luigi kann gegnerische Spezialattacken, also auch solche Fähigkeiten, abschwächen und hat auch die Möglichkeit, grundsätzlich was für den erlittenen Schaden zu tun. Hier auch nochmal alle Charaktere, also es ist jetzt kein Geheimnis, dass es diese spielbaren Charaktere gibt, das ist ja schon seit Ankündigung eigentlich bekannt. Und ja, was ich halt cool finde, ist, dass man da auch das Ganze gut studieren kann, weil du halt gleich siehst, wie viele Leben haben die, was können die, welche Waffen haben sie gerade ausgerüstet und so. Gibt auch einen Skilltree, den zeige ich euch später noch. Und eine Liste aller Weapons, die kannst du dir logischerweise mit den Münzen kaufen. Und was ich hier besonders feiere, ist halt das Design. Also du merkst schon, da waren Fans am Werk. Das sagen die Entwickler ja auch ständig, sie sind Fans. Und das merkt man ihnen auch an. Da steckt schon viel Herzblut drin im gesamten Spiel. Die haben uns dann sogar so ein Video gezeigt, relativ spät im Spiel, wo man gegen ganz, ganz starke Gegner gekämpft hat. Wo man normalerweise voll auf die Fresse fliegt. Und die haben da irgendwelche Kombinationen gemacht. Ich kann euch das gar nicht sagen, das war völliger Wahnsinn. Aber wenn man sich mit dem Spiel auseinandersetzt, mit diesen ganzen Waffen und den Secondaries und den Skills, dann kann man da übelste Kombinationen draus flechten und Gegner innerhalb weniger Runden zerstören, wo andere vielleicht eine Stunde dran sitzen. Also das ist halt schon ziemlich krass. Es ist vielleicht nicht unbedingt was für mich, weil ich Strategiespiele eigentlich eher nicht so mag, aber irgendwas hat dieses Game. Deswegen werde ich dem Ganzen auch eine Chance geben. Es kommt ja raus am 29. August 2017. Wir werden das Let's Playen und dann gucken wir einfach mal währenddessen, ob das was für uns ist, ob uns das Spaß macht oder nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall während diesen 3 Stunden ungefähr schon ziemlich viel Fun. In dem späteren Kapitel habe ich zwar auch auf die Fresse gekriegt, aber wenn man eigentlich immer schön fleißig Skills aktiviert, dann kann man sich auch zur Wehr setzen. Ohne wird's schwer. Ist bei solchen Spielen natürlich immer der Fall, aber ich finde hier extrem. Weil in diesem späteren Kapitel habe ich es erstmal komplett ohne probiert und das war halt nicht möglich. Will heißen, man sollte seine Skillpunkte immer klug und vor allem schnell investieren. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man kann sein Leben erhöhen, man kann Critical Hits wahrscheinlicher machen, man kann irgendwelche Effekte hinzufügen, wie beispielsweise ich schieße mit der Kanone und dann fliegt der Gegner weiter nach hinten. Das bringt auch ziemlich viel, nicht nur um ihn von sich fernzuhalten, sondern auch wenn ein Gegner von der Stage fliegt oder auch man selber, generell wenn ein Charakter von der Stage fliegt, dann kriegt er nochmal zusätzlichen Schaden. Es gibt Heilfähigkeiten, Heilkombinationen, also zum Beispiel, das sieht man auch später im Gameplay mit Honeyball, wo ein Spieler auf einen anderen springt und dann halt in der Zone landet, wo der steht und während dieses Sprungs, weil man da gelandet ist, wird er dann geheilt. Hört sich das alles total kompliziert an, aber ihr werdet das schon noch sehen. Hier jetzt noch kurz ein bisschen was von der Overworld, von diesem Grusel-Level. Ich habe versucht, die 8 roten Münzen zu sammeln, habe ich leider nicht geschafft. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann bekommt man eine stärkere Waffe. Oder vielleicht auch einen Soundtrack, weil man kann nämlich nicht nur Soundtracks finden, sondern auch Figuren und Konzeptart und so. Also es gibt so ein Museum und da kann man dann alles angucken, was man freigeschaltet hat. Dieses Battle HQ, was ihr vorhin gesehen habt mit den ganzen Charakteren und Waffen und dem Skilltree, das kann man, soweit ich weiß, vor jedem Kampf öffnen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das auch einfach so, während man erkundet, betreten kann. Aber es ist sowieso erst relevant, wenn es zu einem Fight kommt. So, und jetzt das Battle 10 Stunden später nach dem Gameplay-Material im Grünen mit der Zone, wo ich zerstört wurde. Das ist mein 3. Versuch. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Aber halt
Größtenteils deshalb, weil ich mir keine Skills geholt habe. Ich dachte, ich schaff's auch so, aber vergesst es. Die Kämpfe sind nicht mehr mit denen zu vergleichen, die ihr jetzt ganz am Anfang des Videos gesehen habt, wo es ausgereicht hat, sich hinter den Block zu verstecken, hin und wieder mal zu schießen, eventuell auch einen Fußtritt auszuführen. Nee. Damit kommst du hier nicht mehr weit, denn die Gegner sind viel, viel stärker. Sie haben auch heftigere Angriffe drauf. Die kombinieren auch untereinander. Weil man kann ja auch zum Beispiel den Angriff eines Kumpanen erhöhen oder ihm ein Schutzschild geben und so weiter und so fort, ja. Marios Fähigkeit habe ich hier gerade aktiviert. Ich glaube, das ist eine, die einfach nur den Schaden von der nächsten Attacke erhöht. Und grundsätzlich zu den Secondaries kann man sagen, dass das meistens so Bomben sind oder halt, ja, Zielsuchgranaten, bin mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt nennen soll, aber auf jeden Fall halt sowas, wie ihr es gerade hier gesehen habt. Angriffe, die großflächig Schaden machen. Also man kann damit auch mehrere Gegner treffen, das geht bei einem Schuss nicht. Hier konnte ich jetzt im Übrigen nur mehrmals treffen, weil das eine Fähigkeit war, die man beim Skilltree freigeschaltet hat. Ich glaube, wenn der Gegner am Flüchten ist, dass er dann irgendwie doppelt gehittet wird oder so. Keine Ahnung, kann man sich ja alles beim Skilltree durchlesen und sich überlegen, wo man seine Punkte investiert. Ich komme selbst schon beim hier Kommentieren komplett durcheinander, also das Spiel ist schon wirklich sehr, sehr tiefgründig. Das werdet ihr dann aber auch beim Let's Play sehen oder wenn ihr es euch selbst holt und natürlich auch hier während dieses Kampfes. Ich habe jetzt zwar diese beiden Gegner besiegt, allerdings werden immer welche nachjoinen. Das ist eben auch, ja, das Wichtige bei diesem Zonen-Battle. Man muss bedenken, dass die Kämpfe halt wirklich nur Zeit fressen. Klar, wenn man kann, sollte man Gegner umbringen, aber man sollte sich jetzt nicht darauf fokussieren, weil ansonsten hat man irgendwann 10 Gegner auf einmal vor der Brust. Ungelogen, das kann passieren. Und dann 10-mal Schaden fressen geht natürlich nicht, dann stirbt man. Im Übrigen ist mir auch aufgefallen, sich aufzuteilen ist keine gute Idee. Das habe ich am Anfang immer versucht. 2 Charaktere nach links schicken und einen nach rechts beispielsweise, weil die Map ist hier ja ziemlich groß, sieht man vielleicht. Aber das ging total schief, also ich empfehle schon, immer zusammen zu bleiben. So kann man sich auch gegenseitig supporten, wenn Dinge wie das hier gerade am Gange sind, wo wir ordentlich kassiert haben, seht ihr ja. Wenn ihr Angst habt, dass die Kämpfe vielleicht ein bisschen zu lang dauern, ja, kann sein, aber man kann zumindest die Züge der Gegner vorspulen. Einfach per Knopfdruck. Deswegen ging das hier gerade auch so rasant. Das ist jetzt nicht, weil ich das per Videobearbeitung oder so gemacht habe. Nein, nein, ich glaube, es war der Y-Knopf. Da könnt ihr die gegnerischen Züge immer vorspulen. Selbstverständlich muss man auch nicht mit allen Gegnern sich bewegen. Man kann auch den Zug dann an den Gegner abgeben. Selbst das macht hin und wieder mal Sinn. Beispielsweise, wenn man sich, naja, in einer Situation befindet, wo man vielleicht lieber an Ort und Stelle bleiben soll, weil vorne irgendwie 5 Gegner warten oder so, und wenn man sich bewegt, dass man dann völlig offen ist. Oder aus defensiven Gründen, weil man ein Schild aktiviert. Naja, also man muss nicht ziehen, man kann aber. So, und auf Mitspieler zu springen ist grundsätzlich eine gute Idee, weil man dadurch dann das Bewegungsfeld nochmal erweitern kann. So, das bringt aber auch nicht immer was. Man kann Züge auch jederzeit abbrechen, also ihr könnt gucken, oh, was würde passieren, wenn ich das und das mache, aber man kann sie natürlich am Ende auch umentscheiden und das, was man eigentlich geplant hat, lassen. So, genauso kann man sich auch entscheiden, welchen Gegner man attackiert. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Schusswaffen halt immer einen Gegner treffen, außer sie haben irgendwelche Spezialfähigkeiten, wie, was man später noch sehen wird im Multiplayer-Mode, dass da, ja, so ein riesiger Feuerball rauskommt, der irgendwie alles vernichtet, was vor einem ist. Das ist auch das, worauf ich vorhin noch hinaus wollte, was ich aber vergessen habe auszuführen, mit den Secondaries, mit den Bomben und Granaten. Die greifen halt größtenteils eher großflächig an, aber machen dafür halt auch weniger Schaden. Der Vorteil ist halt, dass man mehrere Gegner auf einmal treffen kann. Man muss also abwägen, wann macht es Sinn, eher, mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen und dafür aber weniger Schaden zu machen, und wann macht es Sinn, einmal Vollpulle drauf zu halten. Das Ziel ist zwar nicht weit weg hier auf dieser Map, allerdings, das große Problem sind die Boohoos. Die supporten nämlich nicht nur die Gegner, indem sie die Verteidigung erhöhen, sondern sie passen einen auch ab, verfolgen einen und werden einen dann in der nächsten Runde wieder irgendwo auf der Map rauslassen.
Daher muss man hier auch wieder taktisch vorgehen, also nicht nur in den Kämpfen an sich, sondern auch im Voranpreschen muss man taktisch vorgehen, weil man quasi einen Lockvogel braucht, der die scheiß Buhus ablenkt. Und mit dem zweiten Char muss man dann versuchen durchzubrechen. Da habe ich schon so meine Schwierigkeiten. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie krass der Schwierigkeitsgrad ansteigt pro Welt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Welt das war. Ich glaube Welt 6 oder so. Ebenfalls kann ich nicht sagen, wie viele es gibt, aber meistens sind es ja 8 Welten in einem Mario-Game. Könnte also auch hier der Fall sein. Ich fand es auch nicht ganz so klug, ehrlich gesagt, von den Entwicklern, um es jetzt so ein Kapitel zu geben, wo man dann wirklich schon 10 Stunden später am Zocken ist. Aber ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil, ja, die Intensivität der Kämpfe, die unterscheiden sich natürlich megamäßig von dem im ersten Kapitel. Die wollten wahrscheinlich, dass man sieht, was alles in dem Spiel möglich ist, wie kompliziert das abgehen kann und welche Fähigkeiten man hat, wie viele verschiedene Waffen man hat und grundsätzlich, was in dem Spiel halt möglich ist. Zu demselben Zeitpunkt haben sie uns nämlich auch dieses vorhin erwähnte Video gezeigt, wo man so übelst krasse Kombinationen machen konnte. Aber ich glaube, das ist eher für Leute, die sich mit dem Genre auskennen. Ich wäre da ja Neuling, also klar habe ich RPGs schon gespielt, das wisst ihr, aber so taktisch halt noch nicht. Und, naja, das war nie so meins. Aber irgendwas hat dieses Game, habe ich vorhin schon gesagt. Weshalb ich mich ein bisschen drauf freue. Jo, die Spezialfähigkeiten, die kann man übrigens auch mehrmals nutzen. Also es ist nicht so, dass man das nur einmal pro Battle verwenden kann. Nee, ihr seht ja unten rechts, da steht, wie viele Runden man warten muss, bis das wieder einsatzbereit ist. 2 Runden, 3 Runden. Also auch da am besten gut überlegen, wann man sie nutzt. Ja. Aber mir ist auch schon mal aufgefallen, gerade bei Situationen, wo ich mir denke, die Gegner sind ja eigentlich noch ganz weit weg, ich brauche jetzt noch kein Schild aufstellen, dass ich mich dann krass getäuscht habe, weil plötzlich springen die dann alle auch aufeinander und kommen ganz nah an dich ran und dann kriegst du es voll aufs Maul. Also, wenn man wenige KP hat, dann sollte man nicht rumgeizen und nach Möglichkeit auch ein Schild aufstellen oder sich sogar mit einem anderen Char heilen. Wie ich ja vorhin schon sagte, gibt es bestimmte Charaktere, die sind mehr auf Angriff getrimmt. Mario, Rabbit Mario und so. Und welche, die sind eher defensiv, wie Peach und Rabbit Peach. Man kann sich sein Team natürlich zusammenstellen, allerdings, soweit ich weiß, können immer nur 3 Charaktere an einem Kampf teilnehmen. Später ist man ja dann mit 8 unterwegs. Man sollte also alle 8 gut ausrüsten, aber eben auch durchwechseln und seine Taktik logischerweise an die Gegner anpassen. In der Taktik-Cam könnt ihr ja die Besonderheiten der Gegner immer sehen und da kann man dann ablesen, ob man jetzt mehr einen Healer braucht, einen Tank oder einen Angreifer. So, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem Ergebnis dieses Kampfs. Werde ich es schaffen? Und wenn, dann wie? Ich melde mich danach dann nochmal.
Bingo Time! Yay! Geschafft! Und das sogar, ja, innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Da oben steht's ja, Turns 5 von 6. Also dann gibt's immer einen Bonus. Ich glaube Münzenbonus oder so war das. Und die Attacke war so geil, ne? Ja. Ich denke und hoffe, man hat einen guten Überblick davon bekommen, wie heftig die Kämpfe abgehen können und wie viel Taktik da gefragt ist. Ich bin natürlich kein Experte in dem Genre, deswegen kann ich da jetzt nicht mit Fachbegriffen um mich werfen, aber ich glaube, den Einblick hat man auf jeden Fall bekommen und ich bin gespannt, was Kenner des Genres dazu sagen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Jetzt zum Ende hin gibt's noch ein paar Szenen aus dem Multiplayer-Mode, den ich wie gesagt zusammen mit Honeyball LP gespielt habe. Ihr Video wird, soweit ich weiß, morgen irgendwann kommen. Und ich glaube, sie hat das Ganze auch mit Facecam aufgenommen. Also ich auch, aber ich habe es jetzt nicht wirklich ja, als sinnvoll erachtet, das ins Video einzufügen. Ich glaube, sie bringt es dennoch. Also wenn ihr das sehen wollt, geht einfach auf ihren Kanal. Da gibt es dann auch nochmal ein fettes Video. Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ach ja, sie ist Team 1, ich bin Team 2. Auch dieser Multiplayer-Mode ist sehr, sehr intensiv. Hier hast du natürlich schon reichliche Auswahl an Waffen und Fähigkeiten, aber genau deshalb ist es hier auch so crazy am Abgehen. Man sollte eben auch immer bedenken, nicht nur man selber kann sich Schutz suchen, sondern auch die Gegner. Und nicht alle Schutzwalle sind zerstörbar. Also diese ganz normalen Blöcke, die kann man kaputt machen, aber Röhren, wie man gerade gesehen hat, kann man nicht zerstören. Also Gegner, die sich dahinter verstecken, wie dieser eine Rabbit oder Luigi in dem Fall, denen kann man dann keinen Schaden zufügen, außer man stellt sich im richtigen Winkel hin, aber waren wir ja vorhin nicht. Und alle metallischen Gegenstände oder Wände, wie dort vorne, die kann man ebenfalls nicht zerstören. Man könnte halt höchstens eine Granate schmeißen, die großflächig Schaden macht oder irgendeine Spezialfähigkeit nutzen, wie beispielsweise vorhin Rabbit Mario, der einfach mal alles vor sich zerstört hat. Dann kann man die Gegner noch treffen. Aber sonst nicht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist eigentlich die KI? Ist sie eher dumm oder können die was? Ich würde schon sagen, dass sie was können, allerdings, ich hatte ja auch noch keine Spielerfahrung. Ne? Was wir halt bloß gemerkt haben, ist, sowohl in dem einen schwierigen Kapitel, das wir gezockt haben, also das Grusel-Level, da waren die Gegner ziemlich stark, aber auch hier im Together-Mode ist uns ja ganz schön abgegangen. Ich fand uns jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Das hier ist übrigens noch eine einfache Map, später kommen wir noch in die Wüste. Da geht es dann noch ein bisschen krasser zur Sache. Und wir spielen sogar nur auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also es gibt noch schwierig. Oh, stimmt. Und einen Easy-Mode gibt es selbstverständlich auch. Nicht nur hier, sondern im Story-Mode ebenfalls. Will heißen, wenn euch das jetzt alles ein bisschen zu viel vorkommt und ihr euch denkt, oh Gott, das blicke ich ja niemals, dann könnt ihr das Spiel eigentlich trotzdem spielen, weil im Easy-Mode hat man doppelte Leben und naja, ich glaube, dann schafft es jeder, oder? Was ich halt gut finde, ist, dass man das Spiel versucht hat, sowohl an Neulinge zu richten, als auch an Kenner. Eben mit dieser Schwierigkeitsgradauswahl. Und das funktioniert aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut. Hier nun die besagte Wüste. Hier werdet ihr sehen, wie auch die Gegner gut mit Granaten umgehen können. Und später werdet ihr noch einen etwas größeren Gegner sehen, der ziemlich viele Leben hat, aber auch verdammt viel Angriffskraft. Und was ich da noch dazu sagen wollte, ist, nicht jeder Gegner ist gleich. Natürlich haben auch die verschiedene Fähigkeiten und Besonderheiten. Die Rabbits sind an sich zwar, ja, Standardgegner, die zwar immer mal was anderes am Start haben, also entweder Granaten oder Hämmer für den direkten Kontakt. Es gibt aber auch Gegner, wie eben diesen großen erwähnten, der immer eine Kontergarantie hat.
Und das sollte man natürlich beim Angriff immer einplanen, weil man ansonsten ins Verderben rennt. Besiegte Mitspieler bleiben auf der Map liegen. Warum, kann ich euch allerdings auch nicht sagen. Ich vermute, dass es später vielleicht irgendwann noch eine Möglichkeit geben wird, besiegte Mitspieler wiederzubeleben. Aber diese Frage hat man uns nicht beantwortet, also ich weiß es nicht. Es macht halt nur Sinn, weil ansonsten würde der ja verschwinden. Ich meine, besiegte Rabbits wie hier, die verschwinden ja auch. Aber ja. Okay, ey. Das rechts neben dem Rabbit Luigi ist übrigens eine Mine, sozusagen. Also wenn Gegner da langlaufen, dann geht die los und macht sofort Schaden. Und der riesige Gegner, von dem ich gesprochen habe, das ist der hier. Ich dachte mir so, ja, voll geil, ich kann dem einen Tritt geben und dann noch nachschießen und so. Den anderen Rabbit kann ich aus irgendeinem Grund nicht treffen, da weiß ich jetzt allerdings auch nicht wieso. Ja. Dann muss ich aber feststellen, dass ich ordentlich auf die Fresse bekommen werde. Bam. So, Nachschuss. Ah, ich habe sogar beiden Schaden gemacht, siehst du? Es erschien mir da ganz klug. Zumal es ja auch Elemente gibt. Also Gegner können gefroren sein, sie können brennen, sie können vergiftet sein. Aber das hat in der Situation leider nicht so viel gebracht. Der Große wurde wütend. Man sollte den also nur attackieren, wenn man dann auch wieder eine Fluchtmöglichkeit hat. Und nicht hinter allen Wänden sollte man sich verstecken. Denn man sieht ja schon bei den Gelben da, die sind hochexplosiv. Also wenn ich da eine Schusswaffe verwende, dann geht das Ding hoch und man nimmt übelsten Schaden. Ja, schreibt mir gerne, was ihr vom Spiel haltet. Werdet ihr es euch holen? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Was gefällt euch am besten? Was mögt ihr gar nicht? Feedback erwünscht. Freut ihr euch aufs Let's Play? Ja oder nein? Und ganz, ganz wichtig, wie findet ihr diesen Toad? Ich finde ihn einfach nur cringy. Okay, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.